Herzlich willkommen zur Hausapotheke für die Seele. Welche Pflanze kann mich stärken? Ich bin heute im Garten mit dem Buchenkartenset Natürlich heilen und möchte euch daraus die Pflanze Lavendel vorstellen. Ihr seht ihn auch in meinem Hintergrund. Überall in meinem Garten wächst Lavendel, weil der ist einfach sehr geeignet für diesen Boden hier, der sehr karg ist. Ja, die Karte Lavendel steht für Gesundheit. Ich spüre, was mir gut tut. Ich lese ein bisschen was von der Rückseite der Karte vor. Lavendel hilft mir, wenn Krankheit oder die moderne Lebensweise meine ursprüngliche Kraft geschwächt haben. Denn das viele Sitzen in Innenräumen, Computer, Handy, wenig Schlaf, Medikamente und Fastfood haben mich ausgelaugt. Lavendel beruhigt mein gestresstes Nervensystem und holt mich aus den virtuellen Kopfwelten auf den Boden der realen, sinnlichen Welt. Er erinnert mich daran, dass die wilde Frau, der wilde Mann in mir immer zugänglich sind. Ich brauche sie nur zu wecken, indem ich meine Aufmerksamkeit auf sie lenke. Welche Nahrung tut mir gut? Was braucht mein Körper? Wie will ich meine Freizeit verbringen? Mein Bauchgefühl weist mir den Weg. Nun spüre ich meine Instinkte wieder und finde zurück zu meiner Natur. Durch die vielen kleinen Entscheidungen des Alltags kann ich meine Gesundheit wiederherstellen. Der Lavendel gehört zu der Familie der Lippenblütler und ist ein kleiner, teils verholzter Strauch. Und dieser Strauch bildet, wie man da im Hintergrund ja auch sieht, diese violetten, ehrenförmigen Blüten aus, die sehr gut duften und die schon lange bekannt sind. Ursprünglich hat sich der Lavendel angeblich von Persien über den Mittelmeerraum bis eben nach England, nach Zentraleuropa und dann weiter über die Welt ausgebreitet. Ja, und sogar in den Gräbern der alten Ägyptern wurde Lavendel verwendet für die Einbalsamierung der Mumien. Und man findet zum Beispiel im Grab von Tutanchamun eine Lavendelsalbe, die nach wie vor duftet, auch 3000 Jahre später nach der Herstellung. Auch in Pestzeiten wurde Lavendel eingesetzt zur Desinfektion. Paracelsus hat ihn empfohlen gegen Nervenleiden und zur Schmerzlinderung. Und der Lavendel enthält sehr viel Glykoside, Saponine, Gerbstoffe und eben das berühmte ätherische Öl. Und dieses Öl wirkt beruhigend, ausgleichend, nervenstärkend, schmerzlindernd und krampflösend. Und deshalb wird er gerne bei Nervosität, bei Einschlafstörungen, hohem Blutdruck und Kopfschmerzen verwendet. Und weil das Öl eben auch sehr gut hautverträglich ist, kann man es auch bei Akne, bei Insektenstichen, Muskelkater, Rheuma und auch zur Geburtsvorbereitung einsetzen. Mit dem Lavendel wünsche ich euch einen gesunden und nervenstarken Tag.